Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Wir haben noch zwei Spiele vor uns, brauchen noch einen Sieg, um in Liga 3 aufzusteigen. Und jetzt seht ihr es wieder. Wir haben wieder Götze im zentralen offensiven Mittelfeld. Nicht mehr den Messi, weil seine Leihe, warum auch immer die war, ist ausgelaufen. Aber Götze, ich finde Götze im FIFA zumindest, finde ich ihn cooler als Messi. Jetzt habe ich es gesagt. Götze ist kühler als Messi. Jakub 12x mit einem Barcelona-Team. FC Italiano. Okay, ein italienisches Team mit Spaniern dabei. Was? Da ist gar kein Italiener dabei. Den in der Mitte, den kenne ich gar nicht, den Stürmer da, den seltenen. Aber Carvajal kenne ich und ein paar andere habe ich erkannt. Wenn Ihnen heute der Sieg gelingt, dann sind das die entscheidenden drei Punkte für den Aufstieg. So ist es. Klasse Abwehrarbeit, gute Stellung. Und dann geht das haben wir schon wieder die Auslosung verloren, wer die Abpraller kriegt. Holla, die Waffe. Ich habe auch mal ein bisschen paar Anweisungen geändert. Ich hab das noch nie gemacht. Ich habe mal geguckt, ob das was bringt. Also wir gucken mal, ob es was bringt, so rum. Jetzt wird es brenzlig. Ja! Vierte Minute, 1-0, Aubameyang. Der Aufstieg rückt näher. Sind sie auf Aufstiegskurs. Und jetzt noch einen draufpacken, den Vorsprung ausbauen. Das wäre es natürlich. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Noch lange nicht vorbei, richtig. Was für ein Tor. Und der Torwart hat überhaupt nicht gesehen, was da auf ihn zukam. Absolut sensationell, Manni. Aber der Pass sensationell, naja, sensationell vielleicht. Oh, Griezmann, nix da. Wow, da fallen sie alle übereinander her. Wartet doch damit bis nach Hause, bevor ihr übereinander herfallt. Toni Kroos. Genau, Kroos, den habe ich gesehen und erkannt. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Und genau das macht einen zentralen Stürmer aus. Den Ball annehmen, behaupten und dann sehen, wen kann ich bedienen. Xavi. Nix da, Xavi. Müller. Ah, schade, ich wollte gerade sagen, kein Abseits, aber Leva war doch im Abseits. Der gute... Ah! Und Ivan Rakitic. Der gute Leva. Und Piszczek. Ah, schade. Einwurf geben. Jordi Alba. Oh, er hat schon wieder einen Abpraller gekriegt. Ich darf ja nicht vergessen, dass er alle Abpraller kriegt. Götze. Ah, da wollte ich gerade gepasst. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Kann sich mal einer irgendwie ein bisschen freilaufen hier? Das wäre echt super. Aubameyang. Götze. Götze. Oh, bleibt hängen. Das war schlecht von mir. Das war wieder ungut. Das war schlecht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Holla! Der hat sogar gepasst. What the fuck? Ein Schuss aus 80 Metern, ey. Kann's auch keinem erzählen. Wunderbar. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Den hat er super gehalten. Das muss man mal klar sagen. Ja. Muss man mal ganz klar sagen, dass der Leno den super gehalten hat. Oh. Jetzt zieht er ab. Boah, Leno schon wieder. Leno ist wieder gut drauf. Ecke. Ja. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Leno wieder gut drauf. Das finde ich gut. Rausgeköpft, leider genau zu ihm. Aber jetzt. Oh ne, Reus! Das war noch die Zweikampftaste. Komm, hast du dir selber vorgelegt den Ball. Hast du dir selber vorgelegt? Ist okay. Hast du dir selber vorgelegt? Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen! Ja! Der Aufstieg ist doch so nah. Jetzt haben sie einen komfortablen Vorsprung. Reus mit dem bloß nur. Pass! Aber ob und das da kommt diesem Götze. Mario Götze. Fügt sich direkt wieder super ein, nachdem er kurz von Messi verdrängt wurde. Waren es natürlich zweimal dieselben Billo-Tore, aber das ist mir eigentlich scheißegal, weißt du? Das ist mir eigentlich scheißegal. Und Ivan Rakitic. Und Ivan Rakitic. Müller. Aubameyang. Ach, Aubameyang, du musst doch durchstarten. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Abwehr überlaufen, was auch immer das heißt. Carvajal. Carvajal. Kroos.
Groß. Jetzt greift er ihn an. Sehr schön. Sehr schön. Aubameyang. Oh, nee, der war nicht so schön. Im Mittelfeld. Der war schön. Der war nicht so schön. Piszczek. So, wenn jetzt mal einer irgendwo hindurch starten würde, das wäre super. Reus. Ah. Oh, Flanke für mich. Flanke. Kopfball. Tor. Und? Yeah! Was war das denn für ein Tor? So ein Cholera. Und was macht der Torwart denn da für einen Scheiß? Geil. Oh, die sind gut drauf und schießen noch ein Tor. Und jetzt ist es vorbei. Das wird, oh, jetzt, jetzt will er vielleicht doch was ändern. Geiles Tor, ey. Das Kacktor, wie heißt das bei Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs? Glaube ich, das Kacktor des Monats. Das ist auf jeden Fall das Kacktor des Monats. Schön. Muss er sich jetzt erstmal abreagieren? Muss er mal laut schreien und irgendwas boxen? Deshalb nutzt er die ganze Pause aus hier. Wenn es so weitergeht in dieser Situation, wird das ein richtiges Schützenfest hier noch. Ja. Oder ist er jetzt schon AFK? Sieht ein bisschen so aus. Sieht ein bisschen so aus, als wäre er AFK. Regt er sich vielleicht ein bisschen auf? Ne? So wie ich manchmal. Aber ich gebe ja nicht in der 29 Minute auf. Gib mir den Ball. Gib mir jetzt den Ball. Gib den Ball her! Götze! Jetzt ist er vorbei! Und jetzt ist er durch! Oh. Und wer das macht, und! Der hat er echt jetzt den Controller weggelegt, oder was? Da ist einer so gefrustet. Geil. Ich kann darüber lachen, weil ich das von mir selber ja kenne. Ich bin ja auch dann mega, mega am Ragen, aber der Jakub. Oh, spielt er wieder? Groß. Er spielt wieder. Jakub spielt wieder. Ganz schön mutig aus dieser Distanz zu schießen, aber für den Torwart keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch aus der Entfernung vor allem dann eher eine Rückgabe für den Keeper. Jetzt ein Hack angemacht. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Risiko steht da drauf, auf dem Ball dann. Müssen sie vorher im Spiel draufschreiben. Jetzt ist er ganz frei durch. Er hat den Ball sofort verloren. Oh! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Sehr schön, Benatia. Das Götze. Tier. Ah. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Ah. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Schweinsteiger am Ball. Schweinsteiger. Oh, Schweinsteiger mit dem Fehlpass. Das sieht man selten dazwischen. Und nicht so gerne. Jetzt ist er durch, jetzt ist er durch. Und er verfehlt das Ziel. Ruben Castro. Kenne ich nicht persönlich. Also persönlich kenne ich hier sowieso gar keinen. Ich kannte mal Hansi Müller, den habe ich mal umarmt. Und Uwe Seeler. Aber sonst kenne ich leider keine. Und Paulo Rink, falls den noch jemand kennt. Kennt jemand Paulo Rink? Den habe ich mal im Schwimmbad gesehen. Da war ich total aufgeregt. Also ich war noch relativ jung. Aber ich habe mich gefreut. Dass auch solche Spieler, solche Stars auch in unser Billo-Schwimmbad gehen. Fand ich damals sehr gut. Sehr gute Flanke. Oh, wo passt der denn hin? Er sollte, Duell um den Ball. Er sollte eigentlich nur ablegen auf den, der da am Strafraumeck stand. Sehr schön. Lewandowski. Lewandowski. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit leicht. Guck mal hin. Oh. Eng.
Am Reus. Nicht da im Rückwärtsgang lang traben. Wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem. 3:0 der Halbzeitstand. 3:0 der Halbzeitstand. Wir haben eine Mannschaft mit einer komfortablen Führung. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sie sich taktisch verhalten. Geben Sie weiter Gas oder schaukeln Sie das Ding hier einfach nur noch über die Zeit? Nö, ein bisschen Gas gebe ich noch. Und hier nochmal zum Bewundern, zum Staunen, die Wiederholung der... Ah, da war doch recht frei. Und ja, das zeigt Wirkung beim Gegner. Marco Reus. Ah! Jetzt wird es Möglichkeit jetzt. Achtung! Aber irgendwie hat er nicht so mit Torschüssen. Ja, exzellente Situation. Wer sich da durchsetzt, aber ganz, ganz knapp haarscharf. Ja, haarscharf war das nicht. Immer nur schießen nutzt auch nichts. Das sehen wir hier in der Schussstatistik. Ja, ganz deutlich. Also, wenn du deine haben die etwa nutzt, öfter aufs Tor geschossen als wir? Kann das sein? Reus. Ach, Lewandowski. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Ja, langsam soll ich wissen, dass wenn die vom Ball weglaufen, dann war es Abseits. Warum, wenn die dann ängstlich vom Ball weglaufen? Aber so ist es halt. Aubameyang. Ah, schade. Komm, steh auf. Jordi Alba. Sehr schön. Von seinem Körper wir, ja? Rollt der Ball ins Aus. Und Ivan Rakitic. Sehr schön. Vom Piszczek natürlich. Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Für mich? So, jetzt können wir uns diese klasse Möglichkeit von eben nochmal genauer anschauen. Ja, da war schon eben noch keiner, aber du hast zu lange gewartet. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Total. Die war total überrascht, die Abwehr. Die wusste gar nicht, was Sache ist. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Was ist der schnell, ey. Sieht gefährlich aus. Das wird ganz gefährlich. Aber irgendwie mit Torabschlüssen? Weiß ich nicht, irgendwie. Da hätte ich ja mindestens einen schon von gemacht. Ich bin jetzt auch nicht der Gott hier, der FIFA-Gott oder so. Gottes Willen. Dann wollen wir mal auswechseln. Ich hätte gerne den Bellarabi statt den Müller. Und den Gündogan statt dem Schweini. Nein, den hält er. Verrückt, den hält er. Es geht doch, es geht doch. Komm, Boa. Oh, Boateng hat einen schneller in Erinnerung. Sofort abgezogen. Jetzt, er kann doch noch treffen. Das sagen wir dann wohl mal unter Ergebniskosmetik ab. Carlos V. Vela oder was? Also das hatten sich wohl viele Experten, Buschi, hier ganz anders vorgestellt. Sie haben ja nicht nur diesen Treffer erzielt, sondern sich dazu ja auch noch eine ganze Reihe weiterer Chancen erspielt. Und von einem Spiel auf Augenhöhe, das wir ja erwartet haben, kann hier überhaupt keine Rede sein. So, der Trainer. Klare Linie, klare Ach komm, es gibt Freistoß. Labber nicht. Groß. Sehr schön. Komm, geh, Bella. Geh, Bella. Ich meine, Oba. Bella hat ja eben den Ball geholt. Ja! Nice. Ich habe gedacht, das wird überhaupt nichts. Aber Mario Götze, das Kopfballungeheuer hier. Jetzt habe ich es gesagt. Das habe ich jetzt schon mal in der Folge sogar schon gesagt, als ich schon mal gesagt habe. Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Noch von der Grundlinie gekratzt und dann kommt er. Pow! Das Spiel des Torhüters. Und Toni Kroos sieht noch gelb für was auch immer. Ganz klar. Wunderbarer Treffer. Das nennt man direkt den alten Abstand hergestellt. Das finde ich gut. Was? Wenigstens auch mal Grund zum Jubel. What the fuck? Das konnte man als Traumtor bezeichnen. Wie kann man... Please tell me how to make these shots.
muss gleich schon wieder den alten Abstand. Jetzt muss ich gleich schon wieder ein Tor schießen. Ah. Okay, nicht übermütig werden, Rainbird, nicht übermütig werden. Ein Kilo, brillant gemacht. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten ja, Entschuldigung, ich dachte, der macht eh nichts, weil der ist noch so weit weg vom Tor. Ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Xavi. Xavi. Kann man den Ball bitte abnehmen jetzt? Und jetzt! Holla! Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball mein sei Gott, drin. Gott, es wird doch noch mal spannend, noch oder was? Zur Stelle. Lewandowski. Wie er von mir wegläuft, ah, schade. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Marco Reus. Jetzt sieht er. Ja! Was? Zählt nicht. Ach, all die Freude umsonst. Fuck. Der Mann mit der Fahne signalisiert abseits. Das Tor, es zählt nicht. Schade. Und Ivan Rakitic. Oh, 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 nimm ihn doch! Gott, warum nimmt er den nicht in die Hand? Alter Vater, ey. Götze! Oh! Wie gesagt, ich mag ihn mehr als Messi. Mit ihm komme ich besser zurecht als mit Messi. Das sieht gut aus. Ja, der zählt, Mario Götze. Eben knapp gescheitert, aber jetzt macht das. Und das, ich lege mich jetzt fest, das ist die Entscheidung. 5:2 muss es sein. Das muss das Ende dieses Spiels sein. Nicht vielleicht das Endergebnis, vielleicht geht es also noch 6-3 aus oder so, aber das muss zumindest der Sieg sein und damit der Aufstieg in Liga. Ja, genau so wird das und das kann noch richtig bitter werden. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Aubameyang. Schickt da Bellarabi. Bellarabi wird geschickt. Oh. Was war das denn? Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Kann er sich den Ball holen? Sehr schön gemacht von Gündogan. Piszczek. Komm, Bella. Nicht schnell genug. Ah, warum geht die denn nicht dahin? Denn zwei Leute, die einfach... Der Ball rollt den ja fast einfach vor die Füße. Bellarabi. Bella, was ist mit dir heute? Ivan Rakitic. Bist nicht in Form heute, kann da das? Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. What? Dass er wer aus hat sich gezerrt? Der Entfernung den Versuch wagt, das ist aller Ehren wert. Der Versuch. Kommt die Kamera auf die Fans schon, setzen sich alle hin. Da muss der Keeper nicht Xavi hat sich verletzt. Nee. Sehr schön. Jetzt aber Bellarabi. Warum machst du eigentlich Nummer 6? Wir müssen doch irgendwann mal die Nummern ändern. Das mache ich aber, glaube ich, offscreen. Das ist ja nun nicht so spannend. Huch, ach, da ist noch einer. Da ist er noch, der Bellarabi. Oh. Das liegt alles an der falschen Rückennummer. Xavi. Und Ivan Rakitic. Bellarabi. Wenn du ein bisschen laufen würdest, Lewandowski, dass ich dich anspielen kann, das wäre echt super, wenn er das tun würde. Marco Reus. Aubameyang. Komm, setz noch einen drauf, Ober. Ah, schade. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Okay, 5:2. Sauber. Mario Götze, Spieler des Spiels. Mario, ich liebe dich. Damit ist der Aufstieg in Liga 3 in trockenen Tüchern. Yes! Aufstieg in Liga 3, wir sind Liga 3, Alter. Liga 3. Liga 4. Aubameyang, Götze, Götze.
Ja, natürlich, Götze und Aubameyang, beide 9,4. Aber Götze, Spieler des Spiels, eigentlich keine Frage, dass der Spieler des Spiels ist, war ja wohl vollkommen klar. Ein Spiel haben wir noch. Wir können jetzt noch Meister werden mit einem Sieg im nächsten Spiel. Aber das ist wie jetzt beim Aufstieg in Liga 4. Das ist mir nicht mehr ganz so wichtig. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Bis zum nächsten Mal bei FIFA 15 Ultimate Team. Macht's gut. Tschüsschen.